So, heute ist Sonntag, der 16. Mai, 11.17 Uhr. Ich bin hier wieder spazieren, live aus dem Stasikraft 3750 für iMac. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Adrian Lachstetter, auch bekannt als Adrian Milosevic, beziehungsweise Adrian aus der Familie Milosevic. Da gehe ich jetzt nicht länger drauf ein, bevor ich wieder 100 Minuten rede. Fakt ist, ich will mich ja so ein bisschen von der Person distanzieren. Wie gesagt, die Person ist ja wie ein Auto, wie eine Maske, wie ein Werkzeug. Die hat ja nichts mit dem Menschen dahinter zu tun. Einmal möchte ich mit dem Namen Lachstetter halt nichts mehr zu tun haben, weil das eine Satanisten-Illuminati-Freimaurer-Familie ist. Versucht natürlich alles abzustreiten, mich jetzt umzubringen, aber gut, so. Einmal möchte ich mich auch von der Person, die halt dem Vatikan gehört. Ne, übrigens, euer Führerschein gehört euch nicht, euer Auto gehört euch nicht. Wir haben hier in der BRD kein Eigentum. Nicht mal der Reisepass gehört uns übrigens. Es gehört alles der Firma Bundesrepublik Deutschland, die wiederum ist eine Unterfirma vom Vatikan, der auch eine Firma ist. Deswegen habe ich von den Free Men, also den Sovereign Citizen, den souveränen Bürgern, das so übernommen, dieses aus der Familie Milosevic, um mich von dieser Person zu distanzieren. Also, mein Name ist Adrian aus der Familie Milosevic. Und, ja, genau, so ist das. So und nicht anders. Ne? Ja, so viel kurz zu meiner Person, jetzt wissen die Leute, müsst ihr mal selber eingeben, Sovereign Citizens, ne, das sind Leute, die halt der Auffassung sind, ne, beziehungsweise es ist so, dass das halt alles unter Seerecht ist und läuft und dass halt vieles halt auch auf Zustimmung und vertragsbasiert ist, quasi wie so ein Handyvertrag. Bloß das meistens unterbewusst, das wissen die Leute nicht, lassen sich dann drauf ein, zum Beispiel Polizeikontrollen und sowas, und schon alleine, wenn man dann, sage ich mal, annimmt, also sich anreden lässt, sind Sie Herr so und so, man sagt dann ja, dann ist das schon dann quasi wie dieser Vertrag. So, keine Ahnung. Deswegen sollte man eigentlich immer sagen, deswegen, die Sovereign Citizens machen das dann so, die sagen dann nein, beziehungsweise sind Sie Herr Max Mustermann? Nein, ich bin nur Max und nichts weiter, ne, um sich halt von dieser Person zu distanzieren. So, und dann haben die nämlich gar keine, können die nämlich gar nichts mehr machen. Erst ist viel hier mit Verträgen und GEZ ist genauso eine Kacke. Das ist halt überhaupt kein, das sind private Firmen, die das hier eintreiben über Angst und Druck und Lug und Trug. Müsste man eigentlich auch mal verklagen und vor Gericht ziehen dafür, für so einen Beschiss. Vor allem, ja, verstehe ich sowieso nicht, wieso die Leute noch GEZ zahlen. Aber das sind alles andere Themen. Darum soll es heute nicht gehen. Das Thema, wie gesagt, das Video ist an den BND auch eigentlich gerichtet, aber für die normalen Zuschauer, die das hier finden, sage ich halt immer noch kurz so eine Introduktion. Ja, folgendes. Thema Prostitution, Sex und Menschenhandel. Wie gesagt, ihr beim BND, ihr wisst ja alle, dass ihr das betreibt. Ich weiß, dass ihr das betreibt. Menschenhandel mit Körperchips, mit Implantaten, mit Neurotechnologie, mit Gehirnwäsche und ja, jetzt ist das Thema. Warum soll ich mich darauf noch einlassen? Was habt ihr mir denn zu bieten, warum ich mich darauf einlassen sollte? Alles, was ich will, ist, dass ihr Verbrecher alle hingerichtet werdet mit euren autistischen Krüppel-Legastheniker-Kindern aus dem füllten Abfallcontainer, dass mein Körper hochgeheilt wird mit moderner Militärtechnologie, die auch vor den Menschen verborgen gehalten wird, also so Narbenheilungscreme und so ein Scheiß und so Medbetten oder was weiß ich und so Laser. Das steht mir zumindest zu. Wie gesagt, Hoden muss ein Urologe oder irgendein Militärarzt sich mal angucken, inwieweit der jetzt auch einen Schaden oder mein Dödel Schaden durch diese ganze Bestrahlung und durch diese ganze elektromagnetische Folter und Stimulation auch davongetragen hat und so weiter und so fort. Ja, wäre schön, wenn das mal bald irgendwann passiert, nicht irgendwie so in 100 Jahren. Oder wie gesagt, man bringt mich halt endlich richtig um. Richtig um, dann ist gut. Fakt ist, ich werde mich darauf nicht einlassen. So, weil es gibt keinen Grund. Warum sollte ich mich auf eure Scheiße da einlassen? Nee. Wie gesagt, kann man mich auch gerne per E-Mail schicken. adrianmilosevic@tonline.de.
Ja, genau. kaiser369@t-online.de. Ich habe auch noch andere E-Mails, da gucke ich aber nicht rein. Es fängt an zu regnen, scheiße, ich wollte das Video eh nicht machen. Also auf jeden Fall, so kann man mich erreichen. Meine Telefonnummer ist mittlerweile auch öffentlich. Das habe ich ja in meinem Contacting-CIA-Video auf anarchistischer Weizkämpfer gepostet. Es fängt an zu regnen, oh nein, ich muss mal schnell Unterschlupf suchen irgendwo. Naja, wie gesagt, habe ich das ja gepostet. Also, ja, aber Telefon ist auch immer doof und dann... Manchmal ist es auch Handy im Flugmodus und dann nutze ich das nicht oder aus oder... Also wie gesagt, E-Mail am besten. Und dann, ja, genau. Das ist die Frage jetzt hier, ne? Also warum sollte ich mich darauf noch einlassen? Mal bitte irgendwie beantworten. Per E-Mail, in die Kommentare oder sonst irgendwas. Was habt ihr BND-Freaks mir zu bieten? Warum ich mich darauf einlassen soll. Was für Vorteile bringt mir das? Ihr habt mir mein Leben zerstört, ihr habt meinen Körper zerstört, ihr habt mir wirklich alles genommen, was man einem nur wegnehmen kann. Alles, was ich wollte, ist, wie gesagt, Liebe will ich immer noch. Und aber vor allem will ich Rache dafür, dass man das überhaupt wagt. Und vor allem, dass man es auch überhaupt wagt, mir 17 Jahre hier dann auch noch als Dank, als Gipfel so irgendwelche autistischen Krepel-Legastheniker-Kinder anzudrehen. Das ist ja einfach so. Ja, wie gesagt, was die Geheimdienste sich rausnehmen, ist eine Unverschämtheit. Die denken so, die sind so on the top. Ja, und die wird eh schon keiner irgendwie belangen, irgendwas. Ne? Ja. Genau. Also, ich wollte das nur mal so kurz als Statement machen. Ich weiß noch nicht, auf welchen Kanal das kommt. Ich weiß ja, dass der BND sowieso alle meine Kanäle überwacht. Ist ja auch egal, was für ein BND-Mitarbeiter sich das dann anguckt. Auf jeden Fall... Frage, wie gesagt, an euch jetzt. Warum sollte ich mich auf eure Angebote einlassen? So. Beziehungsweise, ich wüsste so oder so nicht mehr, das möchte ich euch auch nochmal sagen, also es kann so oder so gar nicht stattfinden, weil das Vertrauensband gerissen ist. Ihr habt mich so oft über Voice to Skull angelogen und belogen und verarscht, habt gesagt, Adrian, mach das, mach dies, mach das, tu jenes. Wenn du das und das machst, kommst du aus der Psychiatrie raus. CIA-Heiko holt dich ab. Jeden Tag hat man mir jetzt gesagt, 3 Monate haben sie mich da verhungern lassen in diesem Nazi-Internierungslager. Er ist fast gestorben. So, also von daher ist so oder so keine Kooperation mehr möglich. In diesem Armeos Hildesheim, in diesem Internierungskonzentration. Es ist ein Death Camp, ist das, ein Todeslager, ja. Wenn die Leute ausgerottet. So, also ihr habt mich ausrotten lassen, mit irgendwelchen autistischen Bollerbirnen da zusammengesteckt, wo ich mir wirklich so denke, so, ach du Scheiße, Alter, was haben sie mit denen gemacht, so richtig kaputte auch. Das ist auch ein psychologischer und ein seelischer Schaden, vor allem dieser seelische Schmerz. Ihr habt mir viel seelische Schmerzen bereitet und ich will dafür wieder gut machen. Ich will diese Leute am Galgen, ich will meinen Körper geheilt haben oder bringt mich endlich um. Das ist das, was ich will. So, jetzt die Frage, wie kommen wir da an einen Tisch? Herr Karl, wie kommen wir an einen Tisch? Also von meiner Seite, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als diesen Kampf weiterzuführen. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, weil ich euch so oder so nicht mehr vertrauen könnte, selbst wenn ich mich auf diese ganze Scheiße einlassen wollen würde. Ende. So, also wie kommen wir auf einen Nenner jetzt? Herr Bruno Karl, Herr Hallenwang, wie? Bitte gerne per E-Mail oder per Kommentare, es ist kein Scherz jetzt, ich meine das ernst. Wie soll das hier weitergehen? Also ich bin langsam richtig stinkig. So. Und jetzt reicht's mir auch. So, überlegt euch das da mal, was ihr für Scheiße fabriziert habt. Ziehen Sie mal bitte Ihre... Herr Karl, sorgen Sie mal bitte dafür, dass Ihre Mitarbeiter hier in Einbeck, dass Sie die und Umgebung, dass Sie die mal ein bisschen in den Griff kriegen, ja? Also, weiß ich nicht. Kaputte Leute alles hier. So, das war's dann soweit. Ich mache mich jetzt auf den Wege, weil es regnet. Ich wollte das auf jeden Fall nur mal loswerden und dann... Weil mein Herz blutet und weil er mich wirklich, eigentlich normal wäre ich ja schon tot. Bloß, ja, das ist halt, wenn man eine Ork-Armee beschäftigt da beim BND, aus Autisten und Legasthenikern, die alle halt nichts können, kann halt nichts bei rauskommen, ne, Herr Karl? So,